Surely you will begrudge me a mite of rest and repast before I get. Das passt ja, dass wir den ganzen Alkohol schon weggetrunken haben. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Meine lieben Freunde, wir sind in der Adamantschmiede wieder unterwegs. Denn der Heilsinn hat uns gesagt, dass wir zu diesen Mondschattentürmen kommen. Dazu müssen wir noch ein bisschen was finden hier. Da haben wir noch nicht alles entdeckt, wie wir hier weiterkommen und so. Da muss er noch mehr wissen. Das heißt, wir müssen uns hier noch weiter umsehen. Und tatsächlich habe ich eine Passage gefunden, die wir vorher noch nicht gesehen haben hier. Wir haben ja am Ende der letzten Episode schon so ein bisschen hier rumgesucht. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Baldur's Gate 3 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um die Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch so einfällt und Tipps. Ich muss allerdings dazu nochmal kurz sagen, die Tipps, die sind wahnsinnig zeitversetzt. Weil ich so viele Episoden im Voraus aufnehme von Baldur's Gate, dass die Tipps mich mit der extremsten Zeitverzögerung erreichen zu den jeweiligen Episoden. Das heißt, da sind dann schon wieder locker 20 Folgen durch. Das tut mir ein bisschen leid, das lässt sich nicht anders machen, weil ich so viel Baldur's Gate aufnehme momentan, sonst komme ich mit dem Spiel nicht voran. Deswegen ist das aber auch gut, weil dann kann ich auch nicht gespoilert werden in den Kommentaren, das eigentlich ganz geil ist. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, wir müssen hier jetzt mal runtergehen an der Stelle. Wir müssen jetzt hier mal schauen. Da liegt doch noch ein Buch. Guck mal. Über Faulheit, Völlerei und Sünden. Ja, das klingt doch nach meinem Geschmack. Erdulden, erdulden, erdulden. So befiehlt es Meister Ladugur. Erdulden, ruft es, wenn euer Hammer auf Gestein trifft. Erdulden, ruft es, wenn eure Axt gegnerische Schädel aufspaltet. Erdulden, ruft es, wenn euer Stock auf den Rücken eurer Sklaven auftrifft. Es ist unsere Pflicht und unser Segen, schwere Arbeit zu leisten. Schwere Arbeit ist die Belohnung, die wir unseren Söhnen und Dienern gewähren. Doch Vorsicht vor dem schlimmsten Feind harter Arbeit, der Geißel, die uns und die unsrigen verwundet, den Humpen. Nicht nur Bier fließt aus ihm heraus, sondern Trägheit, Völlerei und Gedanken, die nicht bei der Sache sind. Der Säufer ist der Mühlstein am Hals des Clans. Zu schwer zum Tragen, zu faul, um einen Beitrag zu leisten. Werft ihn in den Dunkelsee. Lasst ihn auf den Boden sinken und ruft noch einmal. Erdulden, erdulden. Erdulden. Für dieses Erdulden wurde sogar eine ganze Seite gewidmet. Das ist mal nice. Ja, weg mit dem Säufer. Schmeißt ihn runter. Weg mit ihm. Werft den bösen Burschen auf den Boden. Nice. Erdulden. Dieses eine Erdulden auf der Seite, ey. Ach, herrlich, ey. So schön. Nimm mal den Kristall mit. Na, das ist ja mal ein Ding. Kommen wir hier überhaupt weiter? Warte mal, muss mir hier irgendwie rüberspringen? Kann das sein? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Kommen wir da rüber oder kommen wir da nicht rüber? Ja, wir kommen da rüber. Dann gehen wir mal alle gemeinsam darüber. Alle mal springen. Ich sagte alle. Auch die anderen. Auch die auf den billigen Plätzen. Jawohl, sehr schön. Mann, Mann, Mann. Falle? My. Oh ja. Better be careful not to trigger that thing. Na Gott sei Dank hat das nicht getriggert. Wer weiß, was da passiert. Oh, 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 da müssen wir gleich mal einen Bonus hinzufügen, wa? Das ist nämlich nicht von schlechten Eltern hier der Wurf. Komm schon, jawohl! Nice, 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 nice. Das haben wir erledigt. Super, jetzt müssen wir noch knacken, wa? Schloss knacken. Okay, können wir gleich auch würfeln. Komm schon, Papa braucht ein paar neue Schuhe. Jawohl. Sauber. Juhu. Erfolg. Diebeswerkzeug benutzt. Der echte Blitzi-Funkelwand. Was? Blitzaura. Gibt es was Schöneres als Blitzschläge rundum? Fragte Jürre Funkenfänger und entfesselte Blitzschläge rundum. Der echte Blitzi-Funkelwand. Das ist ja ein Ding hier, guck mal. Und dann noch ein Trank, hervorragend. Das ist doch nice, guck mal. Siehst du, da haben wir Zeug gefunden. Wunderbar. So, dann springen wir hier rüber wieder. Jetzt müssen wir mal schauen. Kann man hier runter auch noch? Oder ist da jetzt Ende im Gelände? Ich glaube, da unten geht es nicht weiter, oder? Das sieht ein bisschen zu krass aus.
Wir müssen schon eher hier oben bleiben, schätze ich mal. Ich weiß auch nicht, ob wir hier hinten überhaupt hinkommen. Das sieht mir mehr aus wie eine Kulisse, würde ich mal behaupten. Das sieht so undetailliert aus da hinten. Aber man weiß es immer nicht, wie weitläufig es am Ende dann wirklich ist, ne? Hier kommt man aber hin. Da sind nämlich Truhen. Okay, da müssen wir mal gucken. Da ist auch eine Rune auf dem Boden. Und hier ist ein Kletterdingensbummens. Da müssen wir mal... Ah, da müssen wir da an die Kante hinlaufen. Können wir da hin? Da müssen wir da drüben... Da, wo der seine Ruine untersucht hat, da. Da, wo wir mit dem über die Trümmer gesprochen haben. Wir haben übrigens die Vermutung, dass es sich hier vielleicht um einen Drachen gehandelt haben könnte, der hier angegriffen hat. Die Beschreibungen deuten so ein bisschen drauf hin. Auch die Tatsache, dass nicht nur Dinge eingestürzt sind. Also, ich hatte ja so gesagt, das ist ja wie bei Game of Thrones, wie das hier aussieht. Am Ende im Finale. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so falsch, tatsächlich. Also, das könnte sich als wahrer herausstellen, als ich gedacht habe. Dieser witzig dahingesprochene... Diese witzig dahingesprochene Feststellung. So, was haben wir denn hier? Genau, da sind zwei Kisten. Das ist bestimmt auch wieder Fallen, wa? This is a Harper rune. There must be a stockpile nearby. Was? Das ist eine Hafner-Rune? Okay. Must be in one of these chests. Warum sind da drei Kisten? Genau auf einen Haufen. Spielzeugtruhe. Oh. Was war das jetzt? Ah, die haben eine Kiste in der Mitte entdeckt. Natürlich sind da überall Fallen, aber was ist das hier? Warum ist da so eine kleine Kiste? Die man aber auch nicht nehmen kann. Da kann man nichts mitmachen. Komisch. Oder war das der Trigger für die Kiste in der Mitte jetzt? Habe ich jetzt in die Mitte geschnitten. Ich habe einfach da drauf geklickt. Ich habe gesehen, dass da was ist und habe einfach drauf geklickt. Okay, egal. Wir müssen das entschärfen, definitiv. Die Kiste in der Mitte, würde ich mal behaupten, ist die wichtige. Die anderen sind, glaube ich, nur Ablenkung. Oh nein. Nicht dein Ernst. Aber so ganz knapp auch, ne? Also, was heißt ganz knapp? Okay, den müssen wir auch nochmal machen. Nochmal, bitte. Noch einmal das schöne Spiel. Oh ja, Gott sei Dank. Kritischer Erfolg, ja, nice. Hafner Versteck. Okay, Geschloss knacken müssen wir noch. Das können wir aber mehrfach machen. Das ist ein anspruchsvolles Schloss, ja? 20 ist schon gar nicht so ohne, ne? Nice, guck mal. Geöffnet. Was haben wir hier? Sumpfgrün-Färbemittel, okay. Gold. Und das ist das. Schriftrolle mit Hinweisen. Die ersten Zeilen der Schriftrolle sind in formeller, kunstvoller Schrift verfasst. An die Smaragd-Enklave und jene, die dieser Aufzeichnungen würdig sind. Es grüßen die Hafner. Wisst, dass Kitterik Thorm, Paladin der Schar, zahlreicher Verbrechen gegen Körper und Geist schuldig ist. Dazu gehören Mord, Sklaverei, Entweihung heiligster Tempel. Dies ist unsere Absicht, eine Allianz zwischen den Hafnern und der Smaragd-Enklave. Vereint können wir Thorns Schreckensherrschaft beenden. Die hohen Hafner erwarten sehnlichst eure Nachricht. Naja, gut, okay. Sollen wir das mitnehmen? Wir nehmen es mal mit. Die ganzen Quest-Items, die wir jetzt mittlerweile auch schon dabei haben. Kann man mit dieser Spielzeugtruhe wirklich nichts machen? Ich will mal ganz kurz gucken, ob man vielleicht... Jawohl. Lohnt sich das überhaupt, diese Kisten zu öffnen, diese Nebenkisten? Ich glaube, das Wichtige wird hier drin gewesen sein, schätze ich mal. Das wird wahrscheinlich, wenn, dann sind die leer, die anderen, oder... Und gebooby-trapped sind sie ja sowieso. Ach komm, die lassen wir einfach jetzt. Das ist bestimmt nur Ablenkung. Das ist bestimmt die Zeit nicht wert und die Würfe nicht wert. So, jetzt ist doch die Frage. Jetzt haben wir den Winkel hier, glaube ich, ganz gut erkundet. Kann man da rüber? Ne, da kann man nicht rüber. Das ist alles verschüttet und alles zu. Aber da steht ein Heiltrank, oder? Trank der mächtigen Heilung, jo. Den möchte ich aber nur aufheben und nicht trinken, bitte. Nicht schon wieder wie beim letzten Mal, wo er die dann einfach gekippt hat. Stehlen, ja gut. Das zählt immer noch als Diebstahl. Ach, dabei ist hier unten gar keiner mehr. Die sind alle weg. Und dann lassen wir uns mal rüber tingeln. Und dann bin ich mal gespannt, ob es hier jetzt etwas zu finden gibt. Alle Rübeer. Alle bitte Rübeer, genau. So, was ist hier nochmal gewesen? Die Schlafkammer, genau. Genau. Die Schlafkammer war das, was wir noch nicht gecheckt haben.
So, jetzt hoffe ich mal, dass ich diesen Wurf jetzt schaffe. Ja, schaffen wir, alles klar. Krug vom Auslöser nehmen. Ach so, ich habe da einen Krug draufgestellt. Deswegen gehen die Fallen immer wieder an. Okay, wieso klettert er immer auf den Tisch, wenn er sich was angucken will? Ist auch lustig. Eine Schriftrolle, Schutz vor Gut und Böse, okay. Ein Schlüssel, Hafner Schlüssel. Ein alter Schlüssel, der bei der Leiche eines Scharjüngers gefunden wurde. Na toll. Nicht zugestellter Brief. Meister Ketterick, meine Peitsche konnte der gefangenen Hafnerin endlich Informationen entlocken. Den Ort ihres Vorratslagers an einem felsigen Abhang. Ich forschte nach und stellte fest, dass die fragliche Truhe mit Fallen gespickt ist. Versuche, sie zu öffnen, könnten den Inhalt vollständig zerstören. Die Spionin weigert sich auch, unter Androhung des Todes zu enthüllen, wie die Truhe geöffnet wird, und schreit nur bei jedem Hieb Lux Splendor. Gewiss eine Losung. Ich setze das Verhör fort und ich möchte noch einmal für meine Versäumnisse um Vergebung bitten. Seid beruhigt, ich werde keine weiteren Scharjünger als Spione denunzieren. Mögen sie für immer im Schatten wandeln. Justiziarin Sybil. Das lief ja nicht so gut für die Justiziare, ne? Aber das haben wir ja schon gefunden. What was that watchword? Lux, but what does it mean? Lux Splendor, okay. Lobgesänge der dunklen Herrin, lesen wir das mal. Möge Schatten fallen, wo Licht sich schleicht, und Stille den Lärm ersticken. Wenn Schwärze verlorene Herzen erweicht, wird unsere Dame erquicken. Seht, Schar, der Schatten auf unserem Pfad. Seht, Schar, Tochter von Au. Seht, Schar, die ursprüngliche Nacht, unsere Göttin, der Nacht, seht. So, so. Na, seht nur. Hier ist nichts drin. Es ist ziemlich trist hier so. Hier ist eine Doppeltür. Warte mal, was ist hier oben noch? Da hängt einer. Okay, haben sie einen aufgehangen? Was ist denn hier los, ey? Und hier hinten geht's nicht weiter, oder? Da ist, kaputt. Dann lass mal da die Tür aufmachen. Natürlich verschlossen, was sonst? Gott sei Dank bin ich gut im Schlossknacken. Wüsste gar nicht, wie man hier sonst durchkommen sollte ohne diesen Skill, ey. Guck mal, das ist ein Wurf von 18, alter Schwede. Guck mal, das reicht. Nicht schlecht, das war gut. Machen wir mal nochmal speicheln, bevor wir hier diese Tür öffnen, weil wer weiß, was da jetzt gleich kommt. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ach du meine Fresse, was ist das hier? Gruppenkuscheln mit Höllenschwein, Merigon Legionär. Ja, ist klar, ne? Aber so geil sind die gar nicht hier. Der Legionär ist noch der krasseste von allen. Alles klar, warte mal. La Esel muss nach vorne. Idealerweise. Und sollte vielleicht schon mal was schmeißen am besten. Schon mal hier auf die zwei Flaschen. Weg ist unterbrochen. Nee, 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 guck mal. Das geht nämlich ganz gut. Wobei das wahrscheinlich mit Feuerdamage nicht so sinnvoll ist auf Höllenwesen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber egal. Denn da hinten können wir mal noch verwirren. Abgelenkt, sehr gut. Das passt immer. Und dann hier so mal schon an die Kante laufen. Und dann mal das beenden. Genau, so hörte mal sie hier. Sie kann mal... Brauchen wir da jetzt so krasse Zauber eigentlich? Ich würde sagen, warte mal, Person bezaubern. Kann man da irgendwie vielleicht einen softeren Zauber mal wirken oder so? Vielleicht Furcht oder sowas? Oder Fluch? Kann man Höllenkreaturen verfluchen? Let's make this quick. Nein, du solltest... Ach so, jetzt hat es einen Angriff gemacht. Du solltest da nicht... Oh Gott, damit. Du solltest den Zauber wirken, Mädel. Und nicht... Also ich hätte da noch auswählen müssen. Scheiße. Ja, toll. Oh Gott, nochmal, ey. Krieg schon wieder einen Krampf, ne? Warum ist denn er so weit weg eigentlich? Meine Fresse, ey. That escalated quickly. Okay, warte, 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 warte. Dahin, dahin und... Dahin. Immun gegen Feuerschaden. Die beiden anderen aber zum Glück nicht. Okay, das ist Feuerschaden, alles klar. Dann auf ihn mit Gebrüll. Auf den Legionär. Und am besten ein Stück zurückziehen nochmal. Aua!
Aua! Hä? Ist das tot? Das ist dabei gestorben, lol. Ach du Schande. Was geht hier ab? Mein Gott! Was passiert hier? Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Moment, Moment, Moment. Gruppenheilung, Gruppenheilung. Alle Gruppen heilen sofort. Meine Güte, ey. Was ist denn da los? Hier, du kannst dich nochmal selber heilen direkt. So. Wunderbar. So, hier sie. Angriff auf das Schwein. Fehlschlag bei Schwein. Schwert auf Schwein. Jawohl. Schwein tot. Dann hier zu dem Hansel hinlaufen. Ach so, geht nicht. Ist egal. Mach trotzdem. Heilen. Mit dem Heiltrank. Dann. Die beiden anderen sind jetzt ausgenockt? Ja, die sind ausgenockt. Glaube ich. So, du haust jetzt mal den Typen hier. Ach so, kannst du nicht. Du hast schon geheilt. Wer kann denn hier noch was machen? Sie kann nichts machen. Okay, egal. Dann beende. Jetzt ist der erstmal dran. Ha! Daneben! Daneben! Daneben, daneben, daneben! Das ist doch nice. Warte mal, wenn er keinen Schaden in der Richtung mit Feuer bekommen kann, dann kann er doch bestimmt Eisschaden bekommen. Natürlich Fehlschlag. Was sonst? Hätte ich vielleicht lieber auf das Viech hier machen sollen. Ich glaube, wir haben deswegen hier diese Probleme gerade. Ah, genau. Wir können mal den Oh, jetzt können wir das erste Mal die Adamantwaffe ausprobieren. Wow, der hat das gewonnen, hittet. Alter Schwede. Und auch noch in den Po. Die wie sie alle brennen. Auf die 12. Rettungswurf. Auf die 12. Und da ist alles erledigt. Hervorragend. Wie sie da eingeäschert wurden. Guckt euch das mal an. Die zerfallen einfach zu Staub. Was haben wir hier? Teufelsmaske. Merigon Hellebarde. Mein Gott, hör auf zu brennen. Es ist gut jetzt. Das ist alles vorbei. Wir müssen unbedingt eine Rast machen. Lasst mal eine Alkoholrast machen. Teufelsfolienmaske. Eine weitere Maske, ja. Er wird neugieriger. Oh, Gold. Schlamm-Mephitenflügel und nochmal ein Einzieher. Warte mal, was war das jetzt? Ein Einzieher? Ne, Einheizer, nicht Einzieher. Was lese ich denn hier für ein Bullshit? Lebendig verbrannt, bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Stichschaden bei brennenden Zielen. Das ist doch gut. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen mal eine Rast. Die haben jetzt Zauber gewirkt und alles Mögliche. Machen wir mal eine lange Rast. So, und ihr habt gesagt, ich soll jetzt, wenn ich Rast mache, soll ich mal nur Alkoholisches auswählen. Meint ihr, dass das für den nächsten Tag eine gute Idee ist? Guck mal, alles, was Alkohol ist, wird jetzt einfach mal ausgewählt. Wie viel haben wir denn da noch? Wir haben gar nicht so viel Alkohol. Oder warte mal, doch hier eine Weinkaraffe. Und hier ist noch was. 38. Ja, das ist es, oder? Oder müssen wir auf 40 kommen? Ich probiere es einfach mal so jetzt. 38. Teilweise Rast. Ach so. Kann ich nicht noch irgendwie ergänzen mit so ein bisschen Vorratspaket? Oder muss ich da wirklich alles nur mit Alkohol machen? Haggis. Herz, Lunge, Leber. Da schiebt man alles in einen Schafsmagen und dann kocht man's. Das treibt die Tinte in den Füller, genau. Einen Pilz? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja kein Alkohol eigentlich. Aber ich probier's mal so. Scheint nicht richtig gewesen zu sein, oder? Ich glaube, da müsste was anderes passieren sonst. Passiert denn da was? Oder war das einfach nur ein Joke von euch, dass ihr gesagt habt, mach mal nur Alkohol? Also, wir haben ja Stufen bekommen. Stufenaufstiege. Habe ich noch gar nicht gesehen, lol. Unglaublich, das müssen wir machen. War das jetzt wegen dem Alkohol? Nee. Stufenaufstieg durch Alkohol. Warte mal, halt. Wir können doch mal gucken, ob wir noch andere Zauber hier reinnehmen. Ich würde vielleicht einen dieser Heilungszauber, würde ich vielleicht tatsächlich rausnehmen. Vielleicht das Heilungsgebet und stattdessen lieber noch was anderes reinpacken. Aber was ist die Frage? Klüfe, das ist schon vielleicht mal irgendwas Stufe 2-mäßigeres. Haben wir noch irgendwas vielleicht? Personen festhalten? Einen humanoiden Gegner festhalten? Naja.
Eigentlich haben wir ja die geilsten Zauber schon ausgewählt gehabt, ne? Wiederbeleben. Das wäre nochmal eine Möglichkeit, wenn einer tot ist, den wiederzubeleben, ohne dass wir dafür eine Schriftrolle brauchen. Das wäre natürlich auch praktisch. Schutz vor Energie ist natürlich auch nicht schlecht. Leuchtfeuer der Hoffnung. Deine Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximal mögliche Anzahl an Trefferpunkten zurück und sind bei Weisheits- und Todesrettungswürfen im Vorteil. Naja, was ist das? Tageslicht? Nee, das brauchen wir nicht. Fluchbrechen. Berühre eine Kreatur oder einen Gegenstand, um alle Flüche und Verwünschungen aufzuheben. Das könnte vielleicht spannend sein, tatsächlich. Nehmen wir mal das noch mit. So. Genau. Haben wir uns entschieden. Dann machen wir bei Gale noch einen Aufstieg. Jetzt kann Gale vielleicht schon neue Zauber in sein Buch eintragen. Müssen wir mal gucken. Da hat ja noch irgendwie eine Stufe gefehlt. So, Entscheidung ausstehen. Was haben wir denn hier? Der kann jetzt neue Zauber reinnehmen. Aber die Frage ist, was nehmen wir da? Gasförmige Gestalt? Nee, das hat... Ah, guck mal, das brauchen wir gar nicht mehr lernen. Das hat er sogar schon tatsächlich. Schneesturm. Der wäre vielleicht noch ganz nice. Verfluche eine Kreatur durch deine Berührung. Ja gut, Berührung, da muss er ranlaufen. Das ist halt blöd. Flimmern, Verwandlungszauber. Würfle am Ende eines Zuges mit einem W20. Bei einem Ergebnis von mindestens 11 verschwindest du auf die Äther-Ebene, auf der du aus dieser Welt keinen Schaden erleiden und nicht gesehen werden kannst. Okay, das ist natürlich auch geil, ne? Für einen Magier ist das halt richtig geil eigentlich, um sich zu verstecken. Dann fällt er als Ziel aus. Nehmen wir mal das, weil dann kann er nämlich in Ruhe Zauber wirken in einem Kampf. So, was haben wir hier noch gehabt? Guck mal, Stufe 3. Jetzt können wir den Schneesturm hinzufügen, nämlich. Jetzt ist aber die Frage, was nehmen wir dafür raus? Wir haben ja jetzt dieses Verschwimmen, das brauchen wir ja dann nicht mehr. Wenn wir jetzt das Flimmern hinzufügen, das ist ja besser. So, und schlafen lassen würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Da würde ich lieber den Schneesturm hinzufügen, tatsächlich. Ja, und die Dolchwolke hätte ich gerne eigentlich auch noch, ehrlich gesagt. Warte mal, wir haben die Schmiere, wir haben die Woge. Die Donnerwoge ist aber auch eigentlich geil, die will ich noch behalten. Das mit den Strahlen war eigentlich auch sehr gut. Das Spinnennetz, muss ich sagen, ja, das war irgendwie gefühlt nicht so effektiv. Die Nebelwolke konnten wir irgendwie so gut wie nicht einsetzen. Und den Feuerball, da sind wir auch irgendwie nie dazu gekommen, den einzusetzen, keine Ahnung. So gesehen würde ich es vielleicht jetzt erstmal so lassen. Höchstens das Spinnennetz würde ich vielleicht noch aussetzen. Da ist wirklich das Schmieren, ist glaube ich echt besser als das Spinnennetz. Das Netz wirkt irgendwie, weiß ich nicht, fand ich nicht so geil. Das hat irgendwie einen größeren Radius, aber keine Ahnung. Oder wir nehmen, ja, die Dolchwolke ist glaube ich sinnvoller tatsächlich. Nehmen wir mal lieber die Dolchwolke statt dem Spinnennetz. Ist besser. Machen wir es so und bam, gib ihm. Wir können das ja noch ändern später, glaube ich. Also das mit den ausgewählten Zauber, genau. So, Laesel noch aufsteigen lassen. So, da, oh, ein Talent können wir machen. Oh, können wir da zufällig den Präzisionsangriff machen? Meisterschaft schwerer Waffen. Wenn du mit einem Nahkampfwaffenangriff einen kritischen Treffer erzielst oder eine Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug einen weiteren Nahkampfwaffenangriff als Bonusaktion ausführen. Beim Angreifen mit schweren Nahkampfwaffen, mit deren Umgang du geübt bist, können zusätzlich 10 Schaden gewirkt werden, allerdings mit einem Malus von 5 beim Angriffswurf. Meister schwerer Waffen würde... Sie hat schwere Waffen. Ja, würde eigentlich Sinn ergeben. Hoffentlich ist das nicht falsch. Aber warum sollte es falsch sein? Sie kämpft mit schweren Waffen, also kann sie das auch nutzen. Gut. Muss man auch ein bisschen sich Zeit nehmen für diese Level-Aktion. Tarf hat noch nicht Level up gehabt. Der ist aber auch kurz davor. Der braucht noch 5. Der braucht noch 5 Punkte, lol. Na toll. Ich speichere nochmal. Der braucht noch 5 Erfahrungspunkte. Wir müssen nur eine Maus töten, dann kriegen wir das. Okay, egal. Hier oben kommen wir aber, glaube ich, jetzt nicht weiter, oder? Na, Moment mal. Nein, nein, nein. Da ist noch was. Guckt mal. Oder ist das... Ah, nee, nee, nee. Ich weiß, was das ist. Das ist die Ecke, wo wir die Blobs getötet haben. Guck mal. Nee, da müssen wir nicht hin. Nee, nee, nee. Ist hier noch was irgendwie? Ist so ein Gitter... Nee, also kein Plan. Wenn da noch was ist, dann bin ich zu doof. Lass mal hier nochmal kurz gucken. Hier hatten wir uns ja rüber traversiert schon. Die Kiste hatten wir auch geöffnet. Und da unten waren diese Käfige. Ey, ganz ehrlich, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir noch hin müssen.
Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dieser Tür, wo stand, jo, dein Abenteuer geht weiter, bist du sicher, dass du das machen willst? Damit wir mal gucken, was da auf der anderen Seite ist, würde ich sagen. Gail, du musst hier mit drauf. Ach, Gail. Warum gehst du denn hier nicht mit drauf? Hier ist es doch schön. So, jetzt musst du mal eine Magierhand zaubern. Oder warte mal, Tarf kann die Hand ja auch zaubern. Guck mal. Ja, genau. Und dann zieh den Hebel. Nein. Du sollst den Hebel ziehen. Yes, damit wir hier rüberkommen. Ab da beginnt Akt 2, meint ihr? Okay. Na, mal gucken, ne? Die Frage ist, kommen wir da wieder zurück? Und können wir da überhaupt schon hin? Weil wir wissen ja noch gar nicht, ob wir da wirklich jetzt weiterkommen. Also ja, offensichtlich kommt man da weiter, aber die Frage ist, darf ich da schon hin? Also dürfen im Sinne von, habe ich schon alle Voraussetzungen erfüllt, um das Ding überhaupt zu benutzen, diesen Aufzug? Ich habe hier jetzt wirklich den Boden ausgekratzt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man muss auch sagen, da gab es jetzt einige Räume, wo wir uns hinarbeiten mussten, wo gefühlt erstmal gar nichts wirklich Wichtiges war, außer vielleicht ein paar Infos, die mich aber jetzt auch irgendwie in dieser Aufgabe nicht weiterbringen. Die haben zwar viele Hintergrundinfos zu Char und zu diesen Hafnern und so. So, jetzt gehen wir mal da rein. Drücken wir mal auf Ja. Ich habe ja gespeichert, wie gesagt. Wir gucken mal, wo es uns hin verschlägt jetzt. Ich habe ein Achievement gekriegt. Die Spannung steigt. Verlasse den ersten Akt und bereite dich auf einen dunklen Ort vor. Okay. So, wir sind hier offensichtlich jetzt angekommen. Alles klar. So. Wir können auch wieder zurück, offensichtlich. Okay. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist denn das hier jetzt? Das ist hier auch wieder ein Teil von der... Hier ist eine Kiste. Truhe für Absolutisten-Expeditionen. Knacken wir mal das Schloss. Machen wir mal noch einen Bonus. Ja gut, hätte jetzt eigentlich keinen Bonus machen müssen. Das mit den Boni hier unten hätte locker ausgereicht wahrscheinlich. Egal. Mit Kanonen auf Spatzen kann man auch mal schießen. Öffnen. Ja gut, Heiltränke nehme ich natürlich gerne, ne? Ah, guck mal, die haben sich nochmal geheilt. Und Tarf hat ein Level abgekriegt. Gleich mal bei Tarf noch den Level abmachen. Fertigkeiten ändern, was? Nee, ändern will ich eigentlich nicht. Ich könnte sie jetzt ändern, wahrscheinlich. Zauber ersetzen. Das ist der, den ich ersetzen will. Wir machen mal das mit diesem Gelächter. Kriegen wir da noch was Besseres zufällig? Hier vielleicht bei ihm auch nochmal eine Donnerwoge hinzufügen. Die Donnerwoge ist immer ganz gut, um sich Gegner, die einem zu nah auf die Pelle rücken, wieder wegzuschubsen. Wenn die halt ein bisschen leichter sind, dann auch. Machen wir mal die Donnerwoge noch. Ich glaube, die ist am besten. Und dann passt das. Lange Rast mit Alkohol hätte auch eine Errungenschaft bei Steam geben müssen, wenn es richtig war. Was es aber weiterbringt, kann ich nicht sagen. Okay, da hätte ich eine Errungenschaft gekriegt. Aber das Problem ist halt, wahrscheinlich habe ich wegen diesem einen Item, was ich da jetzt nicht alkoholisch hinzugefügt habe, ich habe einfach nicht genug Alkohol gehabt. Das ist aber komisch, weil ich hatte eigentlich so viel Alkohol gefunden immer. So, jetzt müssen wir uns mal hier vorsichtig durchbewegen. Ich habe echt keine Ahnung, was hier jetzt wartet auf uns. Gandalf, bist du's? Elminster! Der war im ersten Teil. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Es ist im Grunde Gandalf, ja, aber ich glaube, hier in der Welt heißt er halt Elminster. Ich weiß, dass der im ersten Teil vorkam, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Kontext der im ersten Teil vorkam. Ich glaube, den ist man irgendwie über den Weg gelaufen. Ich glaube, sogar relativ früh tatsächlich. Wir sollten wohl alle miteinander bekannt machen. Meet Elminster Ormar. A good friend of mine, but rather more significantly, he's the most famed and respected wizard in the realms. Am I, indeed? Most famed and respected errand boy, more like. I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gail. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please,
Wie alle auf den Boden gucken. Sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10 day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught, but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it? Das passt ja, dass wir den ganzen Alkohol schon weggetrunken haben bei der letzten Rast. Ja, Gale, wo ist euer Dekorium? Dekorum? Oh, for the love. this way then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Sehr wohl, ich bin ebenso gespannt wie ihr, was zu sagen hat. A wise choice. Better to indulge your curiosity than Elminster's appetite. Yes, what a delightful wedge of old Elthurian that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. Oh. The message and the charge I bring you are hers. Mistra, das ist doch die Göttin, die Gale verzaubert hat. Ihr wurdet tatsächlich als göttlicher Bote geschickt? Es überrascht mich, dass sie euch nach Gales Debakel überhaupt schickt. Welche Botschaft und welcher Auftrag wären das? Ihr wurdet als göttlicher Bote geschickt? Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Ich muss noch mal irgendwie mal aufklären, in welcher Rolle Elminster im ersten Teil noch mal aufgetreten ist. Ich meine, Elminster war im ersten Teil jemand, der das Baalkind, wir waren ja in Baalspross, aufhalten wollte, glaube ich. Also der Hauptcharakter im ersten Teil war ja ein Sohn von Baal irgendwie, von dem bösen Gott. Und Elminster wollte ihn aufhalten. Deswegen war, glaube ich, Elminster im ersten Teil der Gegner von dem Hauptcharakter. Irgendwie so ähnlich war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung. Ich müsste nochmal nachgucken. Das ist so ewig her. Wenn die Göttin selbst davon weiß, würde ich eine kleine göttliche Intervention nicht ablehnen. Wenn selbst die Götter es wissen, warum stellen wir uns diesen Gefahren allein? Ihr wisst nicht zufällig von einem Heilmittel, einem allmächtigen, parasitenschrumpfenden Zauber vielleicht. Alas, the creature that afflicts you, the ill-begotten magic that it weaves, is inextricably conjoined with both the greater purpose and the greater master that it serves. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric
of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. Ey, Minster kenne ich aus Dungeons and Dragons. Ja, das ist ja quasi dieses Forgotten Realms, das ist ja Dungeons and Dragons quasi, mehr oder weniger so. Also da gibt es schon einige Figuren auch daraus. Also das wird mich jetzt nicht wundern, wenn man den daraus auch kennt. War der nicht ein Freund von Gorion? Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ja, das ist eine gute Frage, kann sein, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie es war. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil nach dem zweiten gespielt, fand den aber nicht so gut wie den zweiten. Deswegen fällt es mir da jetzt auch ein bisschen schwer, mich dran zu erinnern. Ich weiß halt noch, dass man da am Anfang in der Burg angefangen hat und dass man dann da in diese Wildnis raus ist. Man hat den, glaube ich, sogar relativ früh getroffen, glaube ich. Müßige Überzeugungen und falsche Hoffnungen, fragen wir mal hier. Also Gale ist derjenige, der die Zerstörung einleiten kann, oder was? Von dem Übel, das die Welt befällt. The Orb. Precisely. Die Kugel. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the Orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help. Ha! Or hindrance. Oh. We shall have to see. You must find the heart of the absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Das ist monströs. Ihr verlangt von ihm, sich selbst zu töten. Sagt, was ihr wollt, doch ihr könnt Gale nicht zwingen, das durchzuziehen. Wir werden die Absolute und Gale mit einem Streich los. Doppelt schön. ihr könnt ihn nicht zwingen, das durchzuziehen. No, indeed. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mistress' will. Na toll. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mistress' promise. With that, I've said my sorry piece. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Meine Astra Mistra Ariel. Italian Thras Annas Difra. Na toll. Jetzt hat Gale ein Tattoo bekommen. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. And I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Bei meiner Ehre, es wird geschehen. Es liegt noch eine lange Reise vor uns. Wir finden einen anderen Weg. Ich bin nicht sein Hüter und ich akzeptiere euren Auftrag nicht. Nein, bei meiner Ehre, es wird geschehen. On my honor, I'm not sure yet I can say the same. Ha. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the skies-striven gods ordain the tidal fates of mortal days. Oh, and yet a notion born in lonely hours. Come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion, be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Ha, meine Güte, was für eine Enthüllung. Alter Schwede,
Okay, das müssen wir, glaube ich, erstmal verdauen und dann müssen wir nochmal mit Gail reden und dann gucken wir mal, wie viel Wein noch da ist, würde ich sagen. Weil den brauchen wir jetzt, glaube ich, ganz dringend. Und an dieser Stelle endet diese Folge Baldur's Gate 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Baldur's Gate 3, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.